Jo, der crasht, der crasht. Nein. Oh Gott. Die explodieren heute aber leicht. Oh Gott, nein! Was tut ihr da? Na, habt ihr Gameplay-Szenen erwartet? Keine Angst, die folgen gleich. Ich möchte vorher nur mal erklären, wie kam ich jetzt auf die Idee, Let's Plays hochzuladen? Ganz einfach, eure Paletten sind teuer und ich kann nicht für euch jedes Mal, jede Woche eine neue Palette bestellen, nur damit ihr euren Content bekommt. Aber ich möchte meinen YouTube-Kanal natürlich nicht komplett den Bach runtergehen lassen. In meiner Kanalinfo drin habe ich extra noch reingeschrieben, ich lade auf meinem Kanal das hoch, was mir selbst Freude macht. Na, da habe ich mir überlegt, was macht mir Freude? Mir macht nichts Freude. Gut, damit war es das auch schon wieder für dieses Video. Bis dahin, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, ciao, ciao, euer Zivilist. War natürlich nur Spaß. Ich habe Hobbys und es gibt auch Sachen, die mir Freude machen. Nein, doch. Und eine dieser Sachen sind halt Spiele, Computerspiele, zocken. Einfach zocken. Ja, aber nun ist es halt so, du machst YouTube auf und siehst direkt hier Fortnite, Fortnite, Minecraft, Among Us, Fortnite, Minecraft und das kann ich nie bringen. Ja, die Spiele machen mir auch Spaß, aber nee, da gibt es zu viel von. Und ja, Spiele aus meiner Kindheit gibt es tatsächlich gar nicht mal so viele Gameplays von. Ich habe gesucht, es gibt tatsächlich welche, aber nicht so viel. Und da kam mir diese eine Idee, Gameplays von alten Spielen, und die betitel ich generell so als Projekt Let's Play Retro Games. So, und weil das jetzt die allererste Folge von Retro Games ist, habe ich mir was ganz Besonderes rausgesucht. Ein Spiel, was ich sehr geliebt habe als Kind. Alarm für Cobra 11 Volume 1. Das allererste Spiel von Cobra 11, von RTL genauer gesagt. Und ja, ich habe jetzt auch ein Intro und nach genau diesem sehen wir uns dann im Spiel wieder. Bis gleich. Und so sind wir schon auch im Ladebildschirm. Und so sind wir auch schon im Spiel. Ich habe dieses Spiel aus meiner Kiste rausgefischt, aus meiner Kiste aus Kindertagen, gemeinsam mit einigen anderen Spielen. Die spielen wir alle auch noch durch. Und ja, ich habe das Spiel tatsächlich zum Laufen bekommen. Allerdings habe ich das schon vor knapp 3 Jahren installiert und seitdem eigentlich auch nicht mehr angerührt. Damals habe ich es gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die überhaupt durchgespielt habe. Ja, ich habe es durchgespielt, scheinbar. Und ja, jetzt für das Video nehme ich das Spiel das erste Mal seit einer Ewigkeit wieder in die Hand. Und ich muss echt sagen, ich bin mittlerweile schon wieder sehr gespannt, was mich erwartet. Ich weiß nämlich nichts mehr wirklich. Zentrale ruft Cobra 11. Sie starten Ihren Dienst in einem Standarddienstfahrzeug. Ein Minderjähriger ist mit einem gestohlenen PKW unterwegs. Stoppen Sie das Fahrzeug. Ende Cobra 11. Allein für das Auto ist es wert. Oh, wie schön. Oh, da kommen Kindheitserinnerungen hoch, wirklich. Das ist der Wahnsinn. So eine schöne alte Grafik. Man kann ja nicht mal ins Innere reinschauen vom Auto. Das ist einfach toll. Und vor allem diese Modelle, die hier teilweise langfahren, die siehst du in keinem anderen Computerspiel. Ja, ein schöner BMW. Was ist das? Das könnte ein Passat oder so. Ja, von vorne sieht es aus wie ein Passat. Ich denke, das ist ein Passat. Hier haben wir einen Golf. Boah, ein VW Charan. Herrlich. Sowas habe ich noch nie in einem Spiel gesehen. Ja, außer hier. Aber was fahren wir? Das könnte ein Volvo sein. Achtung, Cobra. Nee, ein Honda. Folgen Sie den Wagen, aber rammen Sie ihn nicht. Und ja, vor uns fährt jetzt ein Golf. Da, seht ihr das? Das Gelbe da gerade eben. Es könnte ein Golf 3 sein, ich würde aber fast schon meinen, das ist der alte Polo. Warte mal, hier haben wir gleich nochmal einen in grün. Ja, das ist Polo, eindeutig. Einfach geil. Oh, bist du verrückt, du Bus. Zentrale an Cobra 11, wir haben den PKW
PKW verloren. Brechen Sie den Einsatz ab. Die erste Mission wegen Begeisterung gescheitert. Zentrale ruft Cobra 11. Sie starten Ihren Dienst in einem Standarddienstfahrzeug. Ein Minderjähriger ist mit einem gestohlenen PKW unterwegs. Stoppen Sie das Fahrzeug. Ende Cobra 11. Ich stoppe das Fahrzeug. Fahren wir erst einmal hin. Ah, das könnte wirklich so ein Honda sein. Irgendwie, es ist schwierig, das zu beschreiben. Aber bei dem hier ist es eindeutig, das sieht von vorne ganz deutlich wie ein Passat aus. Ja, und der VW Charan, das ist ja easy zu erkennen. Manche sind schon schwieriger. Hier der LKW. Das ist ein LKW. Ja. Ja, und der Golf ist auch ganz easy. Achtung, Cobra 11. Du seid ihr wahnsinnig. Na dann. Oben in der linken Ecke haben wir einen Timer. Wir müssen den jetzt 50 Sekunden lang verfolgen. Schönes Grün. So ein Grün siehst du in echten, auf der echten Straße überhaupt nicht. Naja, abgesehen davon, ja, es gab doch diesen VW Scirocco und ich glaube VW Caddy hatte auch so ein giftiges Grün ab und zu. Aber sonst, na, das ist tatsächlich eine seltene Farbe. Eine seltene Farbe sieht man eigentlich nie auf der Straße. Jo, der crasht, der crasht, der ist gecrasht, der hat ein Auto kaputt gemacht. Böse, böse. Sauber. Na, dann die nächste Mission. Ach ja, man schaltet ja Videos frei. Der Wahnsinn. Ich werde sie mir im Nachhinein nach der Aufnahme direkt mal anschauen. Die habe ich ewig nicht gesehen. Zentrale ruft Cobra 11. Auf der Autobahn liefern sich zwei PKW ein Rennen. Stoppen Sie beide Fahrzeuge. Ende Cobra 11. Die Videos, die sind aus der Originalserie. Und ja, ich glaube, ich hatte nie wirklich alle freigeschalten. Logisch, wenn man die Karriere nie zu Ende spielt. Weil sie einfach zu schwer ist. Oh, ein schöner Audi fährt hier auch noch rum. Ja, da das Blaue. Hey, 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 benutzt ihr denn keinen Schulterblick? Ihr fahrt wie die Besenkten. So, da vorne haben wir sie. Was ist denn das hier? Linksspurschleicher. Du bist wohl verrückt. Jo. Cobra 11, die gesuchten Fahrzeuge befinden sich unmittelbar vor Ihnen. Bleiben Sie dran, wir überprüfen die Kennzeichen. Zentrale an Cobra 11, der schwarze PKW ist als gestohlen gemeldet. Stoppen Sie unbedingt das schwarze Fahrzeug. Jetzt habe ich kaputt. Oh je, da ist was explodiert. Bravo Cobra 11, wir haben die Raser gefasst. Ingo 21 übernimmt. Ende Cobra 11. Einwandfrei. Und der blaue ist mir direkt noch hinten reingefahren zum Abschied. So, was haben wir jetzt für ein Video? Irgendwas. Na gut. Zentrale an Cobra 11, der Fahrer des Staatssekretärs ist erkrankt. Sie müssen für ihn einspringen. Fahren Sie den Staatssekretär so schnell wie möglich zum Flughafen. Was macht denn der Autopilot? Fährt mit mir gegen die Leitplanke und dann setzt er mich auf den Standstreifen ab. Was fahren wir denn jetzt? Könnte... Von hinten sieht's aus wie Mercedes. Aber von vorne... Hilfe, was ist das? Oh, da hinten kommen Autos. Ich weiß halt wirklich storytechnisch überhaupt gar nichts mehr. Achtung, Cobra 11. Sie werden von drei Fahrzeugen attackiert. Versuchen Sie, sich und den Sekretär so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Da hinten fliegen die Autos. Und ich fliege auch. Ey, haut ab! Hier, ich nehme die Ausfahrt. Dann bin ich so los. Affen. Ah. 30 Sekunden knapp, die wir noch überleben müssen. Sollte, denke ich, kein Problem sein. Okay.
Aber das Schadensmodell ist auch sehr schön. Nein! Oh Gott! Ich fahre selbst wie ein Besenkter, aber die genauso. Weil ich immer in den Rückspiegel gucken muss. Was jetzt? Zentrale ruft Cobra 11. Zentrale ruft Cobra 11. Warum verlieren Sie an Geschwindigkeit? Ist mit Ihrem Wagen alles in Ordnung? Scheinbar nicht. Guck mal, die fahren jetzt auch ganz gechillt weiter. An alle Einheiten. Das Fahrzeug des Staatssekretärs ist überfallen und der Staatssekretär ist entführt worden. Alle verfügbaren Einheiten sofort in Abschnitt Delta 9. Ich wiederhole, der Staatssekretär ist vermutlich von Terroristen entführt worden. Alle verfügbaren Einheiten Scheiße, der Sekretär. Sofort in Abschnitt Delta 9. Das ist schlecht. Klar, die wollten mich rausziehen. Ich hatte nämlich vorne kein Licht an. Mist. Na gut, direkt zur nächsten Mission. Zentrale ruft Cobra 11. Durch ihr offensichtliches Versagen ist der Staatssekretär entführt worden. Sie werden deswegen degradiert und man hat ihnen wieder das Standarddienstfahrzeug zugeteilt. Das gibt's nicht. Cobra 11. Auf der A46 ist ein mutmaßlicher Drohnenhändler unterwegs, um sich mit einem Abnehmer zu treffen. Verfolgen Sie das Zielfahrzeug unauffällig bis zum Übergabeort. Halten Sie dabei unbedingt einen gebührenden Sicherheitsabstand ein, damit Sie nicht entdeckt werden. Okay, von hinten ist es Golf, aber was ist es von vorn? Ich kann mich nicht beeilen, denn seine Höchstgeschwindigkeit ist 176,3 Kilometer pro Stunde. Und wenn die Leute hier immer links schleichen, mit ihren knapp 150, achso, nee. Na, immerhin, blinken, das ist gut. Machen manche ja heutzutage gar nicht. Und warum gehst du jetzt in den Mittelspur? Das ist furchtbar. Oh Gott, die fahren ja hier oben. Ah! Hilfe! Der Händler fährt auf den nächsten Rastplatz. Fahren Sie so schnell wie möglich. Sie müssen die Übergabe unbedingt beobachten. Ich gebe mir Mühe. Ich habe halt jetzt schon ein paar Kratzer. Achtung, Gruppe 11. Halten Sie kurz nach der Ausfahrt. Der Händler darf Sie nicht entdecken. Kurz nach der Ausfahrt? Sehr gut, Cobra 11, das war gerade noch rechtzeitig. Oh, was sind das für eine Farbe? Limited Edition, cool. Gibt's ja sonst nicht. Zentrale an Cobra 11, die Übergabe ist beendet und der Kunde fährt los. Stoppen Sie das Fahrzeug. Hallöchen. Türkis, du gefällst mir aber. Jo, genau, so macht man das. Ach du Schreck. Was macht denn der da? Ah je, oh je. Der fährt auch. Als hätte er neun Leben. So, manche von euch werden wahrscheinlich schon gemerkt haben, ich habe das ganz normale Standard-Cobra 11. Es gibt noch eine zweite Version von dem Spiel, der Director's Cut. Da haben ein paar wenige Fahrzeuge eine bessere Grafik. Aber das war's auch schon. Ah, nee. Es gibt noch extra Bonusmissionen. So, und die fahren hier ganz schön verwirrend. Ich komme doch nie im Leben an den Rand. Nicht so. Warum sind wir von vorne nicht mit runden Scheinwerfern? Warum hinten Golf, aber vorne? Was immer vorne? Könnte auch Polo sein. Die andere Version, die rundgelutschtere. So, und Lila, auch Limited Edition hier. Gibt's sonst nirgendwo. Oh Gott. Stehen geblieben. Ah, die explodieren heute aber leicht. Da war bestimmt eine Familie mit Kindern drin. Mist. Ah, diese Mission zieht sich jetzt ganz schön hin. Und ja. Das Cobra 11. Der Abnehmer konnte identifiziert werden. Die Fahnder des BKA werden den Zugriff einleiten. Ende Cobra 11. Wir haben ihn gefasst. Juhu. Und nebenbei ist er noch explodiert. Ob der uns noch viel sagen kann?
Na gut, den nächsten Aufbau. Nach neuesten Informationen wurde das Fahrzeug des Staatssekretärs vom erkrankten Fahrer manipuliert. Wenn sich der Verdacht erhärtet, sind Sie bald wieder rehabilitiert. Bis dahin halten Sie erst einmal Ausschau nach Rasern auf Ihrem Abschnitt. Also der Raser vor mir, der fährt, als wäre er besoffen. Wupp, wupp, wupp. Schön im Zickzack. Oh, habe ich eine andere Höchstgeschwindigkeit? 177? Ja, der fährt definitiv, als wäre er besoffen. Achtung, Cobra 11, ein dringender Notfall. Brechen Sie sofort die Verfolgung ab und fahren Sie zur letzten Ausfahrt zurück. Dort ist ein Kollege in Not. Gut, dann fahren wir zum in Not geratenen Kollegen. Jetzt sind wir Geisterfahrer. Gefährlich. Jetzt sehen wir die Autos mal von der anderen Seite. Aber man kann hier sehr schwer einschätzen, sind sie jetzt auf der Mittelspur oder auf der linken. Ich will ja nicht frontal irgendwo reinfahren. Ich habe schon den Kratzer vorne, mein Licht ist kaputt. Ja, es gibt halt leider auch keine Sirene. Im Director's Cut, da gibt es eine Sirene. Aber in dem hier leider nicht. So, hier fährt einer auf der linken. Oh Gott! Das hätte schief gehen können. Und das ist gerade schief gegangen. Hilfe! Das kann doch nicht. Was mache ich denn? Das tut ja richtig gehend weh. Ah, na super, noch 12 Sekunden. Halten Sie kurz nach der Ausfahrt. Zentrale an Cobra 11, was machen Sie da? Fahren Sie nicht auf den Bravo Cobra 11. Dank Ihrer Präsenz sind die Täter geflüchtet. Hier habe ich noch etwas für Sie, Cobra 11. Die Ermittlungen haben ergeben, dass Sie keine Schuld an der Entführung des Staatssekretärs treffen. Ende, Cobra 11. Das hätte ich denen auch gleich sagen können. Denkst du, das waren meine Komplizen? Die den entführt haben? Nee. So. Zentrale ruft Cobra 11, es liegen keine Meldungen vor, überwachen Sie den fließenden Verkehr, Ende Cobra 11. Da hinten kommt aber einer angerast. Oder auch nicht. Und vor mir explodiert einfach was, komplett ohne Grund. Warum? Achtung Cobra 11, auf dem nächsten Rastplatz steht ein schwarzer Wagen, der vermutlich mit der Entführung des Staatssekretärs in Verbindung steht. Überprüfen Sie das Fahrzeug, Ende Cobra 11. Na dann. Überprüfen wir mal das Fahrzeug. Vorsichtig dem Achtung Cobra 11, unternehmen Sie noch nichts und halten Sie Abstand. Ich gebe mir Mühe. Achtung Cobra 11, das Fahrzeug fährt los, verfolgen Sie es unauffällig. Ja, ich bin gerade ganz schön flott hier. Achtung Cobra 11, das Fahrzeug gehört zu den Entführern. Hilfe! Sie es mit allen Mitteln. Ich bin gerade rausgeschossen aus der Ausfahrt. Sorry, ich habe auch keinen Schulterblick benutzt. Okay, na dann. Was fährst denn du auf dem Standstreifen, Kumpel? Da darfst du nur stehen. Ja, du bist ein bisschen schneller als ich. Der zieht mir noch davon. So, jetzt dürft er gleich. Oh Gott, nein! Was tut ihr da? Ihr macht mir mein... Fällt mir jetzt erst auf. Mein Nummernschild. Cobra 11. Schick, schick. So, da vorne ist er. Zwischen den beiden grünen Volvos. Boah, dreimal grüne Autos hintereinander. Das war ja als Kind meine Lieblingsfarbe. Aus irgendeinem Grund bin ich da immer auf genau die Autos drauf. Egal ob Mission oder sonst was. Ich habe so ein Auto gesehen und musste es kaputt fahren. So. Na komm. Wirst du wohl. Oh, der zieht mir davon. Das ist schlecht. Der ist zu schnell. Und hier ist auch echt sehr viel Verkehr. Vor allem, wieso kriegt der keinen Schaden, wenn er andere Autos rammt? Warum kriegt er nur Schaden, wenn ich ihn anditsch?
Das ist unrealistisch. Die anderen Autos kriegen ja auch Schaden. Guck mal, dem seine Rückleuchten sind jetzt kaputt. So, die Kurven innen nehmen. Und das wollte ich eigentlich nicht. So, komm, einmal anditschen. Okay, zweimal anditschen. Bravo, Cobra 11. Bringen Sie die Insassen sofort zum Verhör. Ende Cobra 11. Mach ich, aber dafür müsste ich stehen bleiben. Na gut, die nächste Mission. Zentrale ruft Cobra 11. Der Insasse des Fahrzeugs hat sich zu den Terroristen bekannt und zugegeben, dass ihr Fahrzeug manipuliert war. Sie sind rehabilitiert und haben einen besseren Dienstwagen erhalten. Wir haben wieder unser Standardfahrzeug. Juhu! Das macht mich happy. Achtung, Cobra 11. Der Terrorist hat jetzt im Verhör zugegeben, dass sich eine Bombe in Ihrem Fahrzeug befindet. Fahren Sie sofort Richtung Norden. Wir schicken Ihnen ein Bombenteam entgegen. Kollidieren Sie auf keinen Fall mit anderen Fahrzeugen, sonst geht die Bombe hoch. Viel Glück, Cobra 11. Kollidieren Sie auf keinen Fall mit anderen Fahrzeugen. Und der Typ zieht direkt vor mir raus. Was ist denn das? Ich krieg ein neues Auto und da ist eine Bombe drin. Direkt. Oh je. Yeah. Und oh ich Gott, bin. Das hört sich an wie eine Explosion. Cobra 11? Ist alles in Ordnung? Zentrale ruft Cobra 11. Bitte melden, Cobra 11. Ich lebe anscheinend noch. Mein Rad gewechselt. Cobra 11! Jo. Die Stimme aus dem Off macht sich jetzt anscheinend Sorgen, weil wir tot sind. Zentrale ruft Cobra 11. Der Insasse des Fahrzeugs hat sich zu den Terroristen bekannt und zugegeben, dass ihr Fahrzeug manipuliert war. Sie sind rehabilitiert und haben einen besseren Dienstwagen erhalten. So, kann ich denn jetzt schon irgendwo ranfahren, aussteigen und das Auto einfach explodieren lassen? Achtung, Cobra 11. Der Terrorist hat jetzt im Verhör zugegeben, dass sich eine Bombe in Ihrem Fahrzeug befindet. Fahren Sie sofort Richtung Norden. Wir schicken Ihnen ein Bombenteam entgegen. Kollidieren Sie auf keinen Fall mit anderen Fahrzeugen, sonst geht die Bombe hoch. Viel Glück, Cobra 11. Danke, das Glück werde ich brauchen. Vor allem bei den Fahrstilen hier. Oh, ich habe mein Auto berührt, aber ich lebe noch. Jo, das war kein Fahrzeug, das war dieselbe Kurve. Cobra 11? Ist alles in Ordnung? Ja. Ruft Cobra 11. Ich lenk noch, seht mal, ich lebe noch. Cobra 11? Okay, die Mission. Cobra 11. Der Insasse des Fahrzeugs hat sich zu den Terroristen bekannt und zugegeben, dass ihr Fahrzeug manipuliert war. Sie sind rehabilitiert und haben einen besseren. Wenn ich jetzt einen Unfall baue, explodiere ich. Tatsache, ich explodiere. Oh mein Gott, das hört sich an wie eine Explosion. Cobra 11? Ist alles in Ordnung? Zentrale ruft Cobra 11. Da war noch nicht mal bekannt, dass ich eine Bombe an Bord habe. Zentrale ruft Cobra 11. Der Insasse des Fahrzeugs hat sich zu den Terroristen bekannt und zugegeben, dass ihr Fahrzeug manipuliert war. Sie sind rehabilitiert und haben einen besseren Dienstwagen erhalten. Ja, wie schon vorhin festgestellt, es ist genau das Standardfahrzeug von vorher. Achtung, Cobra 11, der Terrorist hat jetzt im Verhör zugegeben, dass sich eine Bombe in Ihrem Fahrzeug befindet. Fahren Sie sofort Richtung Norden, wir schicken Ihnen ein Bombenteam entgegen. Kollidieren Sie auf keinen Fall mit anderen Fahrzeugen, sonst geht die Bombe hoch. Viel Glück. Jetzt nehme ich die Kurve, aber innen. Nochmal will ich das nicht wiederholen. Na gut. Was war das? Da hat sich wohl ja jeder in meinem Radkasten verklemmt. So unrealistisch, wie es auch aussah. Aber so ähnlich dürfte es ausschauen, wenn man einem Traktor hinten auffährt. Oder einem Formel 1 Wagen. Bei offenen Rädern, dann wirst du nach oben gezogen und dann fliegst du in einem Moment. Das war zwar gerade nicht wirklich das gute perfekte Beispiel für das, was mir gerade eben passiert ist. Aber wer weiß, sowas kann ja auch mal passieren. Den müssen wir mal rekonstruieren. Aber nicht mit einer Bombe an Bord, das machen wir später. Irgendwie wird es uns bestimmt nochmal gelingen. Ich will das nochmal sehen. Oder wir gucken die Wiederholung an. Da hält sich die Lust aber grenzen. Ah! Nein, nicht noch einmal.
Bitte alle rüber. Ja, hier in der Mission wäre eine Sirene wirklich schön. Aber die gibt's nur im Director's Cut. Achtung, Cobra 11, fahren Sie alles klar. Nächsten Rastplatz. Dort wartet bereits das Bombenteam auf Sie. Seien Sie vorsichtig, Cobra 11. Aber es dämmert. Es ist leicht düster. Beinahe hätte ich einen Rastplatz verpasst. Gut gemacht, Cobra 11. Die Bombe kann jetzt entschärft werden. Hurra, und da hinten ist eine Tankstelle, da will ich hin. Warte mal, was war das? Mission gescheitert? Ich hätte stehen bleiben müssen. Ich bin am Verzweifeln. Zentrale ruft Cobra 11. Der Insasse des Fahrzeugs hat sich zu den Terroristen bekannt und zugegeben, dass ihr Fahrzeug manipuliert war. Sie sind rehabilitiert und haben einen besseren Dienstwagen erhalten. Ganz ehrlich, mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Ich habe es geschafft und dann das. Der Terrorist hat jetzt im Verhör zugegeben, dass sich eine Bombe in Ihrem Fahrzeug befindet. Fahren Sie sofort Richtung Norden, wir schicken Ihnen ein Bombenteam entgegen. Kollidieren Sie auf keinen Fall mit anderen Fahrzeugen, sonst geht die Bombe hoch. Viel Glück, Cobra 11. Richtung Norden. Bleibt mir so eine andere Wahl. Ich kann bloß geradeaus. Selbst die Ausfahrten, wie man eben gesehen hat, sind keine Ausfahrten. Das sind einfach nur Haltebuchten. Hey. Ja, man kann hier reinfahren und kommt dann an der nächsten Bucht direkt wieder raus. Nee, nicht an der nächsten Bucht. An der nächsten Autobahn. Ja, das ist eigentlich genau dieselbe am Ende. So, meine lieben Linksspurfahrer. Fahr! Fahr! Himmel! Ah, erfolgt mir nicht. Eigentlich, weil, wenn sowas ist, das ist Fahrerflucht. Eigentlich müsste man jetzt anhalten und explodieren. Das wäre rechtlich völlig vertretbar. Hauptsache, der entstandene Schaden wird beglichen. Na gut, ein brauner. Und da vorne gleich noch ein brauner VW Charan. Sieht ja richtig kacke aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe auch noch nie ein Autorennspiel gesehen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber gibt es, ich glaube, es gibt kein PC-Spiel oder generell Autorennspiel, in dem ein Fiat Multipla rumfährt. Aber gerade von richtig kacke aussehenden kleinen groß Familienbands gesprochen haben. So, na dann entschärft doch mal die Bombe. Yay, geschafft! Oh, das nicht mal ein Schlusswort, schade. Okay, Leute, aber ich würde auch sagen, für diese Folge war es das dann erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Retro Games wieder. Es muss nicht zwangsläufig Alarm für Cobra 11 sein. Ich habe noch andere Spiele im Petto und wir werden auch diese noch spielen und die kommen höchstwahrscheinlich direkt schon in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin sage ich erstmal ciao ciao Leute, lasst ein Like und ein Abo da, über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Bis dahin, ciao ciao, euer Zivilist.